Heute wird es episch. Ich habe nach 2 Jahren rumprobieren das beste Rohkostbrötchenrezept aller Zeiten für mich gefunden. Dieses Rezept sorgt dafür, dass Rohköstler auch einen richtigen Brötchengeschmack und ein richtiges Brötchenverlangen auch stillen können. Es wird mit gekeimten Weizen gemacht. Alle Zutaten sind vollwertig, rohköstlich und gesund. Und ich bin einfach nur begeistert. Ich weiß, einige von euch mögen Brötchen nicht mehr. Sie haben auch Weizen abgestempelt als nicht vollwertiges Lebensmittel, weil sie selber glutenunverträglich sind. Das ist ihr gutes Recht. Die Menschen, die nicht glutenunverträglich sind, denen rate ich, Vollkornprodukte, insbesondere auch gekeimten Weizen, zu essen, da es eine preisgünstige und vollwertige Mahlzeit ist. Und für die Menschen, die also Weizen vertragen und die mit gekeimten Weizen auch gerne experimentieren in ihrer Nahrung, für die habe ich heute dieses Rezept. Und ja, ich bin ganz, ganz gespannt, wenn ihr das nachmacht, wie euch das schmeckt. Ihr seht, eigentlich recht einfach, aber natürlich nicht so einfach wie Standardbrötchen. Und insbesondere in der Zubereitung, da gibt es ein paar Dinge, die man da auch, wo man ja, aufpassen muss. Man kann nicht einfach nur die Zutaten zusammenschmeißen und dann einfach irgendwo draufdrücken und dann ist fertig, sondern man muss da ein bisschen was beachten. Und deswegen, ja, passt auf, dass ihr keiner der Schritte überspringt, verfolgt das alles. Insbesondere dann auch, wie das mit dem Dörren funktioniert, weil ihr könnt nicht einfach nur hintereinander dörren. Und ja, ich zeige euch das jetzt einfach und bin gespannt auf eure Reaktion. 50 Gramm getrocknete Tomaten, 2 Stangen Staudensellerie, 50 Gramm Leinsamen, 50 Gramm Sonnenblumenkerne. Und dann noch 2 Esslöffel Hefeflocken. Und 500 Gramm gekeimten Weizen. 2 Tage ist da gekeimt. Und der Spross ist deutlich sichtbar. Aber eben nicht so lange, es hat sich auch noch kein Grün gebildet. Und so sieht das dann aus, wenn man dann jetzt hier komplett ohne Wasser mixt. Ja, und dann entsteht eine recht gut formbare Masse. Am besten ihr tut eure Hände vorher ein bisschen mit Wasser benetzen. Ja, und macht dann quasi eure Brötchen. Wenn ihr wollt, könnt ihr die noch einschneiden. Als Bäckerssohn habe ich natürlich einen gewissen Anspruch. Genau. Und ja, und dann tut ihr die einfach in das Dürrgerät. Wenn man dann gerne noch so eine körnige Variante machen möchte, dann kann man auch den Teig einfach mit gekeimten Weizen direkt vermengen und das dann aus daraus sozusagen ein körniges Brötchen machen. Weil ihr könnt ja, wenn ihr selber Weizengras pflanzt, habt ihr ja immer gekeimten Weizen da. Und ja, wenn ihr dann eben so ein Brötchen macht, dann nehmt ihr einfach was von den gekeimten Weizen, den ihr sowieso gemacht habt. Wenn ihr die Brötchen macht, braucht ihr ja eh gekeimten Weizen. Genau, dann habt ihr dann eine Masse, wo halt eben noch so gekeimte Weizenstücke drin sind. Das ist dann quasi wie so ein Körnerbrötchen. So, das ist jetzt quasi nach 24 Stunden bei 38 Grad ungefähr
Und ich möchte euch einfach die Konsistenz zeigen, weil ich werde das mal länger drin lassen, aber manche mögen das dann vielleicht eher in der Konsistenz. Also, ich habe doch einmal umgedreht und die Konsistenz, warte, ich lege mal das mal ein bisschen weg. So. Na. Okay, also, machst du so ein Brötchen und es ist innen noch leicht weich, also es fühlt sich jetzt sehr weich an. Ich mach's mal auf. Halt, ist die Kamera? Hier ist die Kamera. Das heißt, innen, ganz in der Mitte, ist es noch klebrig. Also wie gesagt, man kann es auch roh essen, das ist ja auch rotes Getreide. Also das ist jetzt, wer das mag, das innen noch klebrig ist, dann ist es jetzt der richtige Moment, 24 Stunden. Und geschmacklich, mal gucken wie das ist. Also wie das Heilig schmeckt, weiß ich ja, aber in der Konsistenz. Hm. Das ist halt so, das ist jetzt wie ein gefülltes Brötchen. Also innen, außen knusprig, innen weich. Und ja, ist lecker. Aber manche möchten ja auf dem Brötchen was anderes drauf machen oder so. Und deswegen, wir lassen es jetzt weiter. Und ich sage euch dann genau, weil diesmal habe ich mir geschworen, ich schreibe mir das genau auf, wie viele Minuten, weil ich weiß, wenn man das selber macht, wenn man eine ganz genaue Angabe von Gramm und von Grad und von allen möglichen, damit man es einfach mal exakt so nachmachen kann. Gut, wir lassen es jetzt weitermachen. So, jetzt sind 48 Stunden um. Ich habe immer mal wieder probiert, es ist ziemlich wenig übrig geblieben. Nee, an Spaß. Von anderen. Hier. Jetzt sind 48 Stunden um und ich möchte euch die Konsistenz dann zeigen von dem 48 Stunden Produkt. Es ist, ups, hier. Es ist immer noch, wenn man drauf drückt, merkt man, dass eine Mitte weich ist. Ich schneide es mal auf. Schneide. Ganz schön Licht hier, ist natürlich nicht so schön zu sehen. Also in der Mitte ist es immer noch leicht feucht, nach 48 Stunden, was aber wie gesagt kein Problem ist. Also man kann das ja wunderbar so essen, aber ja, manche Menschen mögen das nicht, weil die denken von früher, uns wurde allen gelehrt, boah, du kriegst Magenschmerzen, wenn du rohen Weizen isst oder so. Ja, auf jeden Fall, genau, ist das jetzt ein Punkt, wo viele sagen würden, das reicht mir, aber ich werde die Weide drin lassen, weil ich will euch genau sagen, wann das innen komplett trocken ist, weil ich weiß, viele mögen das, die werden natürlich immer härter, jetzt sind sie wirklich noch richtig, auch noch weich, ja? Aber und ich lasse das wirklich bei 38 Grad, also Rohkostqualität. Da dörren vor sich hin. Also, wir melden uns dann später wieder. Das Dörren, das ist bei diesen Brötchen nicht einfach so, dass man eine Temperatur sagen kann und dann ist es irgendwann fertig, sondern es ist sehr wichtig, dass man Folgendes tut. Man dörrt 48 Stunden. Danach lässt man die Brötchen 24 Stunden ruhen in dem Dörrgerät. Danach dörrt man sie wieder für 24 Stunden. Und wenn ihr das dann gemacht habt, das sind dann 4 Tage, die die Brötchen gebraucht haben, dann habt ihr eure fertigen Brötchen. Ja, ich möchte euch einfach mal so ein bisschen die Konsistenz zeigen. Also das Brötchen lässt sich eindrücken. Also jetzt geht harter Brocken, sondern richtig ein Brötchen. Und ich mache das einfach mal auf. Und ihr seht, das ist richtig weich und ohne dass jetzt da zu sehr irgendwie das, man könnte mal das komplett aufmachen, das ist fast wie ein richtiges Brötchen, die Konsistenz, also meiner Meinung nach. Ich habe es nach langen Versuchen nicht perfekt hingekriegt, dass sozusagen quasi die perfekte
das perfekte Brötchen, was Rohkost angeht.